Hallo und willkommen zum heutigen Pilates Wheel Training. Ich bin deine Pilates Lehrerin Kristen. Bei mir habe ich Kimi. Kimi ist noch bei den Grundlagen und sie lernt, wie sie hier reinkommt, ihr Pilates findet und mit ihrem Rad arbeitet. Dana ist schon voll dabei, arbeitet an Bewegungen, lernt und macht Fortschritte. Und dann haben wir Greg. Greg arbeitet auf Stufe 1 hin. Also haben wir drei Optionen für euch, je nachdem, wo ihr bei euren Grundlagen steht. Grundlagen sind ein wichtiges Workout, um über Pilates zu lernen. Josef Pilates nannte das Körperzentrum das Kraftwerk. Bei Pilates bewegen wir unsere Arme, Beine und das Rad nach vorne aus unserem Kraftwerk. Wir lernen, wie man das in den Grundlagen in verschiedenen Positionen macht. Heute starten wir mit dem Sitz-Rollout. Ich drehe mich zur Seite, damit du mich siehst. Ihr seht sie hier. Wenn es unbequem ist, in dieser Position zu sitzen, setze dich auf ein Kissen oder eine Erhöhung, wie Kimi, griffbereit, um es bei Bedarf zu verwenden. Wenn du sitzt wie wir, halte das Wheel fest. Finger geschlossen, Daumen nach hinten. So haben wir Kontrolle über das Rad. Drücke auf das Rad, hebe die Brust an, mach den Rücken fest, schließe die Rippen, ziehe den Bauchnabel ein. Jetzt bist du im Pilates. Also was das Atmen angeht, beim Pilates atmen wir gerne in unseren Brustkorb, damit unser Bauch immer bereit ist, festzuhalten. Lass uns zweimal in unsere Rippen atmen und das üben. Bereit? Einatmen in die Rippen. Und ausatmen aus den Rippen, mit dem Bauch stützen. Schön, nochmal. Atme in die Rippen ein und ausatmen, dabei das Kraftzentrum stark halten. So atmen wir für den Rest unseres Workouts und für alle anderen Pilates-Workouts. Lasst uns atmen, Pilates-Torso nicht vergessen, mit dem Rad vor und zurück. Das ist unsere Basisübung, der Oberkörper durchgehend voll im Pilates. Meine Arme sind stark und lang, meine Schultern drücken nach unten, mein Bauch ist angespannt, mein Oberkörper geht vor und zurück, meine Hüftknochen und beide Gesäßknochen sind auf dem Boden. Ich spüre sie rechts, links, ich bewege das Rad, ziehe es mit dem Rücken und fühle mich gut. Meine Wirbelsäule bewegt sich, das Blut fließt, mein Bauch ist angespannt, vorwärts und zurück. Meine Schultern sind unten, nicht oben. Jetzt, da wir einen Rhythmus mit unserem Rad haben, können wir lernen, wie wir unsere Wirbelsäule beim Pilates benutzen. Wir bringen das Rad zu uns und setzen uns aufrecht hin. Mit neutraler Wirbelsäule drücken wir auf das Rad, Rippen oben, Schultern unten, Rippen geschlossen. Kinn einziehen, Wirbelsäule rund von Zentrum weg, das Rad nach vorne mit gerundetem oder gewölbtem Rücken. Von hier aus bringen wir das Rad zu uns, setzen uns auf und richten unsere Wirbelsäule neu aus. Dann strecken wir unsere Wirbelsäule nach oben, drücken auf das Rad und heben die Brust zur Decke. Bleib so. Es ist okay, wenn es sich wenig bewegt. Dann den Rücken auf neutral zurückstellen. So bewegen wir Brustkorb oder Thorax. Das machen wir nie. Wir machen nur das oder das, richtig? Wir können von hier aus starten und nicht von hier. Okay, nehmen wir das und fügen es ins Rollout hinzu. Einatmen, ausatmen, das Rad mit neutralem Rücken drücken, Kinn einziehen, runder Rücken, Bauchnabel einziehen und das Rad herziehen. Machen wir eine erweiterte Version. Einatmen, Rad nach außen drücken, Wirbelsäule strecken, das Rad zum Bauch ziehen. Super, hin und her, atmen, Schultern hochziehen, unten bleiben, heranbringen. Ausatmen, wir strecken die Wirbelsäule nach oben und heran. Hin und her, einatmen und runder Rücken. Ausatmen, strecken, weitermachen für 20 Sekunden. Es ist okay, wenn es sich etwas verwirrend anfühlt. Mach einfach weiter. Pilates ist ein Prozess, bei dem wir schon profitieren, während wir daran arbeiten. Ich weiß, du fühlst es schon. Ich liebe es, mein Rad zu bewegen. Lass uns noch zwei machen, egal wo du gerade bist. Und dann noch eins. Wunderschön. Wir werden unser Rad genau hier behalten, wo es gerade ist. Wir machen jetzt die nächste Übung. Roll-Up-Vorbereitung. Das Roll-Up ist ein wichtiger Teil unseres Pilates-Trainings. Eine großartige Dehnung für die Rückseite des Körpers, um die Wirbelsäule zu spüren. Wir beginnen aufrecht zu sitzen, mit Knien und Beinen zusammengepresst. Wenn es zu schwer ist, Knie mehr ausstrecken,
Kimi zeigt uns, wie es mit den Händen geht. Wir wollen nicht absinken. Unsere Hände stützen unsere Brust. Fest verankert, Knie gedrückt, Beine zusammengepresst. Erst Satz, Beine festhalten, Ellenbogen weit, Schultern unten, Bauch einziehen, Kinn anlegen, auf den Bauchnabel schauen. Wir senken unseren Rücken ab, während wir unsere Knie gebeugt halten, ein Stück nach dem anderen, vom mittleren Rücken bis zum Kopf. Gleicher Weg zurück. Kinn einziehen, auf den Bauchnabel schauen, Bauch einziehen, Beine pressen, Hände nutzen, um rund wieder hochzukommen. Wenn wir oben sind, richten wir unsere Wirbelsäule über den Hüften neu aus. Wenn das genug für dich ist, bleib bei Kimi und mach noch 4. Für Grundlagen mit Fortschritt, Beine ausstrecken, nach dem Rad greifen, so machen wir die nächsten 2 Schritte. Bleib bei mir, Kimi und Greg. Greifen wir zuerst die Beine, einatmen, nach unten rollen. Ausatmen, Boden finden, Kopf ablegen, einatmen, Arme heranziehen, ausatmen, Kinn einziehen. Schau zum Bauchnabel, greif das Rad, Füße unter das Rad, berühre das Rad, wenn du den Kopf senkst. Und dann roll dich wieder auf und wir beginnen von Neuem. Zieh den Bauchnabel ein. Wirbel für Wirbel runterrollen, lass die Knie gebeugt, um dich hinzulegen, Beine angespannt, Hände hinter dich. Noch eine wie die. Kinn einziehen, Beine nach vorne strecken, rund machen, zum Rad, weiter versuchen, nach oben kommen. Nochmal abrollen, mit gebeugten Knien, Beine zusammen, Wirbel für Wirbel, Stück für Stück, Kopf ablegen, Hände zurück. Noch eine Runde, Kinn einziehen, Bauch einziehen, Rücken rund machen, Bauchnabel spüren. Diesmal strecken sich deine Beine. Greif nach dem Rad, wenn du hinkommst. Einfach die Zehen spitzen und dehnen. Okay, wenn wir das Rad in gleicher Position verwenden, ist die nächste Übung das Sägen. Hast du Mühe, dich aufzusetzen? Folge Kimi. Lege etwas unter dich und beuge die Knie. Folge Greg, Dana und mir bei deinen Grundlagen. Stell die Füße weit auseinander, um das Rad sanft zu halten. Die Säge ist eine Übung, die so ist, wie sie klingt. Aber es gibt einen Trick. Es sieht so aus, als würde ich nur mit den Armen schwingen, bewege mich aber von der Taille aus. Die Lösung? Weg von Achselhöhlen bewegen. Vielleicht nicht sofort, aber denk später daran. Wir machen insgesamt 6 Wiederholungen, 3 auf jeder Seite. Alle mit ausgestreckten Armen zur Seite. Arme zur Seite ausstrecken, aufrecht sitzen. Einatmen, linke Hand zum Rad drehen. Ausatmen, Rad wegdrücken, mit rechter Hand zur Wand greifen und wieder aufrollen. Einatmen bringt uns auf die andere Seite. Ausatmen, linkes Rad mit rechter Hand wegschieben. Bauch einziehen, Wirbelsäule zur anderen Seite. Die linke Hand drückt das rechte Rad. Ganz hochatmen zur anderen Seite. Linke Hand drückt rechtes Rad. Hol es zurück. Falsch. Entschuldigt bitte. Letztes Mal. Linke Hand drückt, rechter Arm greift. Bauchatmung. Mach die Dehnung. Nimm es auf. Atme seitlich ein. Rechte Hand, linkes Rad. Linkes Rad geht zurück. Bauch fest. Nimm es auf. Wir finden das Zentrum, dann entspannen wir. Okay, weiter geht's. Wir werden jetzt einige Bänder und Griffe an unserem Rad anbringen. Also möchte ich, dass du deine gelben Bänder und Griffe holst, die so aussehen wie beschrieben. Wir werden 2 Clips an denselben Tab anbringen, wobei der Griff durch den Tab hindurch gefädelt und fixiert wird. So soll es sein. 2 Clips. Und dann haben wir die andere Seite. Fädel es durch. 1, 2. Wir werden uns setzen, genau wie wir es für unsere Rolldown-Vorbereitung getan haben. Wir stehen vor unserem Rad, Knie und Füße zusammen, Bauch stets angespannt. Schultern hängen herunter. Unsere Rippen sind zu. Hier werden wir uns nach unten begeben, wie auch immer du es brauchst. Dein Kopf ist flach und wir finden deine Griffe in deinen Händen. Die Arme sind lang. Von hier aus gehen wir Schritt für Schritt vor und finden unser Rad. Füße hüftbreit auseinander. Füße genau mit den Fersen am Rad. Steißbein nach unten. Wirbelsäule weder eingezogen noch gewölbt. Es ist angenehm und neutral. Startbereit. In athletischer Position machen wir die Beinpresseserie. In der Beinpresseserie ist wichtig, Steißbein unten, Brustkorb geschlossen,
Bauch angespannt zu halten, stabil am Boden zu sein und Arme stark. Halte die Griffe fest, einatmen, um uns vorzubereiten, dann ausatmen, Beine gerade ausstrecken. Einatmen, zieh sie ein, Spannung übertragen, kleine Muskeln nutzen, 9-mal ausatmen. Einatmen, zieh es ein. Du spürst, wie die großen Muskeln es rausdrücken. Kleine Muskeln fangen es auf. Das ist Pilates. Wir arbeiten in 2 Richtungen. Wir atmen lang und kräftig aus, atmen ein und dehnen uns. Ausatmen, ausatmen, einatmen. Lass uns noch 3 machen. Die Arme sind lang. Rippen zu, Bauchnabel zieht die Wirbelsäule nach unten auf die Matte. Gute Arbeit. Nochmal etwas anspannen. Oberkörper bleibt gleich, Unterkörper, Fersen sind zusammen, die Zehen auseinander. Achte auf deinen Brustkorb, zieh den Bauch ein, schließe die Rippen, fühle die Fersenverbindung mit deinem Bauch. Spüre dein Steißbein, drücke es nach unten und mach den Rücken rund. Pause, dann weitermachen. Du rollst fast dein Steißbein hoch und ziehst deinen Bauch in den Boden, um dann die neutrale Position zu finden. Steißbein nach unten, Fersen zusammen, Bauch angespannt, unten ein winziger Raum. Wir behalten es bei, während wir nach außen drücken und dann 9 weitere Male wiederholen. Ausatmen, drücken. Einatmen, zurückfallen. Beine ausstrecken, nicht weiter. Halte die Länge mit dem Steißbein, während du sie wieder hereinbringst. Fersenverbindung ist wichtig für Bauch und Haltung. Denke daran, der Bauch ist fest und geht nach innen. Hüften nach unten, noch 2. Noch einmal. Und anschließend werden wir für ein bisschen Spannung sorgen. Unsere abschließende Beinposition heute, beide Beine zusammenzudrücken, wie ein halber Rolldown. Knie drücken, Oberschenkel drücken, Steißbein unten, der Bauch ist schön fest. Einatmen, ausatmen, Rad drücken. Einatmen, zieh zurück, Beine zusammen. Wenn das Rad schwimmt, mach dir keine Sorgen. Es ist okay. Passe deine Füße an und finde heraus, wo du bist. Pilates wird immer besser und einfacher, aber auch schwieriger, wenn man es länger macht. Deine Muskeln werden stärker beansprucht und du verstehst sie besser. Mach weiter mit mir. Beim 20. Mal weißt du warum. Alles klar. Noch eine Wiederholung. Drück die Knie nach außen, ziehe sie heran. Halten. Wir nehmen das Rad aus der Spannung. Setze einen Fuß nach dem anderen ab. Du kannst die Griffe loslassen. Und dann werden wir uns wieder hochrollen. Okay, wir werden von hier aus unsere nächsten 3 Übungen, Entschuldigung, die nächsten 2 Übungen machen. Ich unterstütze euch. Wenn du Pilates kennst oder von Pilates gehört hast, weißt du, die 100 sind ein schwieriger und wichtiger Teil. Es geht um Stärkung und Dehnung des Körpers und dass der Körperkern die Arme und Beine unterstützt. Es kann jedoch schwierig für Anfänger sein. Das Rad macht es ein Acher und wir lernen jetzt, wie das geht. Wir sitzen wieder in halb abgerollter Position vor unserem Rad. Unsere Knie drücken wir zusammen. Wir werden unsere Körper hinunterrollen, unsere Griffe nehmen. Stell deine Füße hin, wie es bequem ist. Mit festen Grundlagen hast du nun eine V-Position. Bei Anfängern sind parallele Füße mit den Fersen auf der Stange ausreichend. Ich mache es parallel wie Kimi. Wir drücken wie bei der Beinpresseserie nach außen, aber bleiben hier kurz. Ich möchte, dass wir jetzt unseren Kopf spüren. Dazu Kinn einziehen, Rippen schließen und deinem Oberkörper helfen, sich aufzurichten. In eingerollter Position mit gestreckten Beinen schaue ich auf meinen Bauchnabel. Du auch. Meine Hände sind unten und mein Hals ist frei. Dies ist der Anfang der 100. Es heißt 100, weil wir unsere Arme 100-mal auf- und abpumpen, während wir 5 Sekunden ein- und 5 Sekunden ausatmen. Und das ist auch schon das große Geheimnis. So läuft das. Wir werden die 100 gemeinsam machen. Okay, alle zusammen nach vorne schauen, tief einatmen. Starten wir. Einatmen 2, 3, 4, 5. Ausatmen 2, 3, 4, 5. Einatmen 2, 3, 4, 5. Ausatmen 2, 3, 4, 5. Und weiter geht's. Ausatmen 2, 3, 4, 5. Vergiss nicht, dass hier alle auf ihren Bauchnabel schauen. Arme gehen rauf und runter. Sie sind ruhig und entspannt, richtig? Ihr Kinn ist innen. Der Kopf ist locker. Noch 3 Sätze. Noch 3 Sätze gemeinsam. Das sieht so schön aus.
Atme noch einmal ein. 2, 3, 4, 5. Atme aus. 2, 3, 4. Ausruhen. Kopf runter. Beuge die Knie. Hände runter. Das ist die Position für die nächste Übung. Unterstützter Teaser. Im Pilates ist der Teaser eine Einführungsübung. Sehr wichtig, aber auch schwierig. Hier lernen wir den Teaser mit dem Rad. Wir machen unseren Teaser, indem wir unsere Beine wie bei der Beinpresse ausstrecken. Dieses Mal drehen wir unsere Handflächen zur Decke, beugen die Knie und nutzen die Kraft der Hände, um die Brust hochzuziehen. Also sitzen wir so, Arme stark und lang, Knie gebeugt, Bauch ist richtig fest. Meine inneren Oberschenkel sind aktiviert. Genauso soll der Teaser aussehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Für 5 Wiederholungen gehen wir in die flache Position und dann direkt wieder hier hochkommen, so gut wir können. Einatmen, runter, ausatmen. Bereit? Los geht's. Alle runter. Verwende deine Hände. Einatmen nach unten. Brustbein rauf. Ausatmen. Bauchnabel rein. Einatmen. Atme gegen die Schwerkraft. 2 noch. Einatmen. Rad raus. Ausatmen. Nutze die Schenkel, um hochzukommen. Nochmal. Einatmen runter. Ausatmen hoch. Pause. Wenn möglich, lösen wir uns vom Rad. Hände weg. Ausruhen. Gut gemacht, alle zusammen. In Ordnung. Wir ändern wieder die Position der Bänder. Dieses Mal werden wir eine Seite abnehmen. Schieben den Griff ganz ab. Wir werden Stofffußschlaufen verwenden. Nimm sie. Falte den Stoff noch, damit er kleiner ist. Öffne die Klammer und schiebe den Stoff direkt dort hinein. Dann die Klammer schließen und hier sind wir. Wir haben jetzt ein Band mit Fußschlaufe. Noch die andere Seite. Nach dem Anbringen legen wir sie länglich ab, um dazwischen sitzen zu können. Wie du siehst, Greg hat blaue Bänder. Blaue Bänder sind etwas stärker. Auch bei den Grundlagen willst du vielleicht die Bandstärke steigern, aber vielleicht bist du noch nicht so weit. Denk daran. Okay, hier sind wir. Das Rad bekommt Aufmerksamkeit, nicht direkt ansehen, aber immer berühren. Dieses Mal ohne Rad. In halber Roll-Down-Position pressen sich erneut unsere Beine zusammen. Wir brauchen genug Platz, um uns vor dem Rad hinzulegen, ohne es zu berühren. Greif zurück, schau es dir an. Hilf dir selbst, roll runter. Vor dem Rad, Knie gebeugt, Füße fest, Halbrollen abwärts. Beide Hüften sind dran, der Bauch ist fest, wie immer. Erste Aufgabe, Rad ertasten. Also alle fangt an und nehmt eure Hände zurück. Finde das Rad hinter dir. Vielleicht bewegst du deine Hände hin und her. Spüre, wo es ist. Hände etwa so breit wie Schultern. Nicht die Beine vergessen. Ich habe fast mein Beine vergessen. Zusammendrücken. Denk an die Ellenbogen. Bewege sie hin und her, sodass sie in deinem Blickfeld sind. Das ist wirklich wichtig. Das ist, wo Pilates entsteht. Schwierig, aber doch wirklich lohnenswert. Bitte Ellenbogen enger zusammen, sodass du sie in deinem Blickfeld hast und sie direkt über den Schultern sind. Es ist Arbeit im Kern. Es wirkt im Oberkörper. Das wird anstrengend. Wir bleiben dran. Sind wir stark mit unserem Rad? Ellbogen zusammen. Ist der Bauch fest? Hast du die Kontrolle über den Ellenbogen? Hast du sie über das Rad? Linke Hand dort lassen. Nimm die rechte Hand. Finde die linke Schleife. Zieh das linke Knie zur Brust, um den Fuß zu erreichen. Die Schleife um den linken Fuß machen. Die rechte Hand zurück ans Rad, wo sich die Ellenbogen befinden. Das linke Bein senkrecht strecken. Hände und Kern am Rad aktivieren. Bein nach unten drücken, als würdest du die Ferse die Wand entlang streichen. Und dann beim Wiederraufkommen schön strecken. Für 9 weitere Male. Ausatmen, drücken, einatmen, heben. Beim Drücken entsteht mehr Spannung, wie beim Pilates. Wir wechseln zwischen mehr und weniger Spannung, um uns zu aktivieren. Arme anpassen, rechtes Bein unten. Wichtig, rechte innere Oberschenkelmuskulatur ist stark. Der Bauch zieht sich zusammen, Rücken auf der Matte. Das hält das Rad unten, wenn es hochgeht. Rücken drückt nicht nach unten. Gib nach, Rad runter. Wiederholung, dann runter. Pause mit dem linken Bein oben. Knie beugen, um Spannung aus dem Band zu nehmen. Schleife abnehmen, zur Seite legen. Rechte Hand erneut an die Stange. Nimm die linke Hand weg. Finde die andere Schleife.
Zieh dein rechtes Knie an die Brust und lege den rechten Fuß in die Schlinge, linke Hand ans Rad. Ellbogen bereit halten, sodass du sie im Blick hast. Erde den linken Fuß ganz fest. Strecke das rechte Bein aus, senke es ab, streife die Wand und dehne beim Wiederanheben. Weiter für 9, atme aus. Es ist okay, wenn du nicht weit hinunter gehst. Vielleicht nur bis zur Hälfte oder auch den ganzen Weg. Was auch immer du tust, bleib dabei. Rippen geschlossen, atme. Lass uns noch 3 machen. 2 noch. Atmen. Atem fördert den Stoffwechsel. Mehr atmen heißt mehr Kalorien verbrennen. Also fangt damit an, Leute. Fangt damit an. Okay, einer fehlt noch. Halte das Bein hoch. Beuge das rechte Knie, sodass die Fußschlaufe runtergeht. Und hinlegen. Kannst du noch nicht aufrollen? Dreh dich wie Kimi auf die rechte Seite und drück dich hoch, um es zu üben. Ansonsten kommst du den ganzen Weg nach oben. Jetzt entfernen wir unser Band komplett von unserem Rad und räumen es aus dem Weg. Es ist besser so, vertrau mir. Hier sind wir wieder mit unserem Rad. Wir machen jetzt eine seitliche Rollbewegung im Sitzen. Wir haben das Rad jetzt vor uns benutzt, hinter uns benutzt und mit Händen und Füßen. Jetzt setzen wir es seitlich ein. Bei Pilates-Seitenübungen versuchen wir, zwischen 2 Glasscheiben zu bleiben und das Glas nicht zu berühren. Versuch auch seitlich, das Glas nicht zu berühren. Ein Hilfsmittel ist die Handfläche der nicht verwendeten Hand. Leg sie auf deine Mitte. Wenn die Finger einklappen, bedeutet das eine ungewollte Richtungsänderung. Dieses Hilfsmittel ist immer da. Kimi hilft sich oft damit. Fangen wir also mit dem Rad auf der rechten Seite an. Wir nehmen die rechte Hand ans Rad, sind stark, Finger sind voll daran, der Daumen umwickelt. Starker Trizeps. Wir trainieren den Trizeps jetzt. Die Brustseite bewegt das Rad. Wir dehnen die linke Seite, arbeiten an der rechten Seite und bleiben zwischen den Glasscheiben. Wir drücken das Rad weg und zurück. Bereit? Einatmen, vorbereiten. Ausatmen, drücken. Richtig tief und zurückziehen. Weitermachen. Die Seite drückt das Rad weg. Die Taille und andere Körperseite holen es zurück. Einatmen, ausatmen, aufrichten. Durch die Bewegung durch haben wir aber Kontrolle. Das Rad fliegt nicht einfach raus und rein. Das wäre wirklich nicht sinnvoll, sondern kontrolliert weg und zurück. Auch nicht zu weit nach links. Ich rolle kontrolliert hin und her. Machen wir noch 4. Einatmen, ausatmen. Sieht schön aus, fühlt sich gut an. Hüfte bleibt unten, die Körperseite arbeitet. Hüfte bleibt unten, die Muskeln haben Arbeit, großartig. Der letzte hier, dann Pause. Wir wenden uns zum Rad. Nimm es untenrum zur Sicherheit. Zieh es zu dir und dreh dich auf die andere Seite. Schöne Übung, oder? Für die Pause einige Male hin und her. In Ordnung. Stell es ab, wir bleiben links. Obwohl wir wissen, was wir tun, fühlt sich die andere Seite manchmal ganz anders an. Auch hier gilt, nicht die Glasscheiben berühren. Körpermitte bleibt fest, Schultern unten, Rippen geschlossen, die Gesäßmuskeln am Boden, ja? Es könnte sich hier jetzt anders anfühlen. Denke daran, wir halten das Rad, Trizeps ist unten. Die Brustseite ist aktiviert. Einatmen zur Vorbereitung. Ausatmen. Rad zur Seite. Einatmen. Und zurück. Du bist stark. Mit der Taille wegdrücken. Andere Seite hereinziehen. Dehnen hier. Kraft auf der anderen Seite. Mach weiter. Einatmen weg. Ausatmen zurück. Sollte sich gut anfühlen. Besonders hier. Hier spüren wir gut die Atmung. Wir können uns vom Hals oder von der Taille aus bewegen. Hier lernen wir die Bewegung der Taille. Lerne etwas zu greifen, wie wir das Rad greifen, im Gegensatz zu schlappem, kraftlosem Hinlangen. Lass uns noch 2 machen. Einatmen, ausatmen. Letzter. Einatmen, ausatmen. Okay, das ist das Ende der Übung mit der hohen Fußstange. Das war ziemlich viel Bewegung. Wenn du genug hast für heute, dann war's das. Pause. Komm morgen wieder für die Achsenübungen. Wenn du bleibst und weitermachen möchtest, dann senken wir jetzt die Achse oder Fußstange. In der Einführung haben wir gelernt, dass wir sitzen oder knien bleiben. Du greifst die Knöpfe an beiden Seiten, rechte Hand, linke Hand. Den rechten Knopf zum Körper drehen, den linken vom Körper weg, bis sie locker werden, aber festhalten.
Dann rausziehen, halten und die Achse runterlassen, Knöpfe wieder rein, Achse einrasten lassen und kontrollieren. Es klickt, wenn sie unten ankommt. Wir drehen sie zu. Rechts weg von uns. Links auf uns zu. Drück vorsichtshalber nach unten, um sicherzustellen, dass es okay ist. Alles klar, wir sind bereit für den Rollout mit niedriger Fußstange. Los geht's! Es ist ähnlich wie der Rollout mit hoher Fußstange, außer dass wir mehrere unserer Muskeln einsetzen müssen, um die Übung zu bewältigen. Wenn du gerade erst die Grundlagen lernst und den Unterschied im Gewicht deiner Knie und Hände am Rad verstehst, bleib lieber bei Kimi, die kleinere Bewegungen macht. Und wenn du in Grundlagen verankert bist und dein Kraftzentrum erforschst, während du ein- und ausrollst, dann bleib bei Dana. Bereit für Level 1, aber bei den Grundlagen? Schau auf Greg, der den Abstand zwischen Hüften und Händen vergrößert, um noch weiter zu gehen. Bleib dort, wo du dich wohlfühlst. Konzentriere dich auf deinen Kern und es ist okay. Schultern sind unten. Okay? Starten wir, los geht's. Wir knien vor dem Rad. Mein Gewicht liegt auf den Knien. Zehen flach oder aufgestellt, wie du willst. Bauch einziehen, zum Rad schauen, Hände am Rad finden, Schultern unten, Bauch ganz fest. Meine inneren Oberschenkel sind aktiviert und Teil dieser Zentrumsstärke. Von hier aus habe ich mein Gewicht halb am Rad und halb auf meinen Händen. Fester Griff, Schultern unten fixiert, Ellbogen eingezogen, Bauch fest. So bleiben. Mit Kraft aus Hüfte und Brust drücken wir das Rad weg und ziehen es dann mit Muskeln in Po und Rücken wieder zurück. Hast du genug? Bleib hier, drück das Rad, pausiere, zieh es wieder herein. Vergiss nicht, beim Pilates geht es nur um Kontrolle. Und du siehst ja selbst, genau das passiert hier. Ich könnte jederzeit aufhören, denn ich habe die Kontrolle. Bleib entweder bei Kimi die nächsten 20 Sekunden oder geh ein wenig weiter voran wie Greg oder Dana. Oder bleib hier bei mir in den Grundlagen. Ich spüre meine Schenkel und Brust arbeiten. Ich spanne meinen Rücken fest an, jedes Mal. Wir machen noch 3x. Ein- und ausatmen. Sehr gut, gut. Ich liebe, wie sich Rücken und Bauch anfühlen. Manchmal übe ich deshalb morgens ein paar Mal. Du verstehst mich bald. Einatmen. Atme aus, wieder zurück. Okay, wir nehmen uns einen Moment, um uns zu sammeln. Jetzt nehmen wir das lange rote Band für die Standbeinrutsche-Serie hinzu. Denk daran, das sind Grundlagen. Wir nehmen uns die Zeit, um wirklich zu verstehen, wie das Rad funktioniert. Jetzt geht es um Gleichgewicht. Wir starten stehend am Rad. Im Pilates gibt es ein Gerät mit einer Beinschiebeserie und die ist fantastisch. Wir trainieren innere und äußere Oberschenkel, Rumpf, Taille, alles. Das alles geht mit dem Rad. Nimm die Seiten ihres roten Bandes und befestige es an einem dir zugewandten Tab. Wir starten mit dem Rad auf der rechten Seite. Wenn du über 1,65 Meter bist, dann nimm diesen Griff und fädel ihn ins Band ein, wie du es bei Greg, Dana und wahrscheinlich auch bei Kimi sehen kannst. Denn ich bin die Kleinste in der Gruppe. Okay, ich brauche keinen Griff. Also zuerst finden wir unser Körperzentrum und Powerhouse in Bezug auf unser Rad. Wir bücken uns, nehmen den Griff und stehen neben dem Rad. Wir aktivieren Oberkörper, Oberschenkel und Füße. Zuerst lernen wir, auf dem Rad zu stehen. Wir stellen also den rechten Fuß ins Zentrum unseres Rades. Dann strecken wir Bein und Körper. Nimm dir Zeit, aufrichten, der Bauch ist fest. Spüre die inneren Schenkel. Du stehst einfach hier, deine Muskeln arbeiten hart, Arme sind fest. Dein Bauch ist auch fest. Die Beine halten sich zusammen. Mach bei Bedarf eine Pause. Folge Kimi. Nimm dir einen Moment. Du kannst immer pausieren. Mach, was du brauchst. Pause, Taste. Ist kein Problem, aber wir arbeiten hart, also bleibe gerne hier. Zuerst kümmern wir uns jetzt um unsere Seite. Wir gehen also über die Seiten zwischen zwei Glasscheiben, ohne sie zu berühren. 5-mal. Bereit? Einatmen, zur Seite beugen, Arm gerade, ausatmen, Brustkorb einrichten. Hand zum Oberkörper nehmen. Einatmen. Die Oberschenkel halten das Rad am Platz. Mehr Arbeit, als es aussieht. Einatmen, viel atmen. Ausatmen, wir kurbeln den Stoffwechsel an, einatmen, beugen, ausatmen, zurück,
Schultern und Brustkorb überprüfen. Einatmen. Ausatmen, Pause. Jetzt wissen wir, wo der Oberkörper ist und wir halten ihn stabil. Wir lernen jetzt mit dem Rad zu arbeiten. Wir lernen Einbeinskaten in kleiner Version. Beim Pilates sind es kleine, aber kontrollierte Bewegungen. Also wir lernen, unser Standbein zu beugen. Und das Rad mit dem gestreckten Bein zu lassen. Schau mal zu. Das geht so. Beugen, dehnen und zurückziehen. Nicht mehr als das. Wenn das zu viel ist, schau Kimi zu. Beuge nur ein klein wenig, als ob du es nur andeutest. Bei Greg, senke die Brust, lehn den Po zurück und dehne den Rücken. Dann zieh dich wieder nach oben und weitermachen. Wir machen 10 Wiederholungen zur Seite. Einatmen, ausatmen, Gesäßmuskeln strecken. Einatmen, hochziehen. Die Brust ist stark. Schau genau, wie ich es mache. Ein- und ausatmen. Schön. Rechter Arm bleibt stark. Die inneren Oberschenkel ziehen sich zusammen. Du bist für Brustkorb und Schultern verantwortlich. Denke an das Senken und Heben im Leben. So können wir ausweichen und aufstehen ohne Bücken. Noch 2. Und noch 1. Anhalten. Finde Gleichgewicht. Beim Pilates sind Übergänge wichtig. Beuge linkes Knie, Arm und Seite. Und lösen. Ein Schritt zurück. Fertig. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ich schiebe meins noch zur Seite. Mach das bitte auch. Die andere Seite kann sich anders und fremd anfühlen, wie du weißt. Wir stehen also. Das Rad ist links. Wir sind aktiviert. Unsere Rippen sind zu. Schultern hängen unten. Die Hüften sind lang. Links ist unser Rad. Wir bücken uns. Hol den Griff. Setze deinen linken Fuß wieder auf die Mitte. Keine Sorge, wenn dein Rad rollt. Konzentriere dich auf dein Zenetrum, passe dich neu an. Mach Pause, wenn nötig. Die Räder bewegen sich, aber du machst das. Alles ist okay. Los geht's. Schön und groß, der Bauch aktiv. Die inneren Oberschenkel arbeiten schon. Wir machen die Seitübung nach rechts 5-mal. Einatmen, ausatmen, rüber. Einatmen, neu ordnen, ausatmen, rüber. Achte auf den linken Schulterbereich. Die inneren Schenkel sind stark. Einatmen. Mein Herzschlag steigt. Deiner sicher auch. Großartig. Und rüber. Noch einen hier. Einatmen, rüber. Atme lang und kräftig aus. Neu einrichten und Pause. Jetzt kommt die Kniebeuge im Standbein. Das gestreckte Bein schiebt das Rad weg und zurück. Kleine Bewegungen macht Kimi. Für die größere Herausforderung bleibt bei Dana, Greg und mir. Bereit? Einatmen, gut. Ausatmen, Rad weg. Einatmen, zurück. Ausatmen. Einatmen, zurück. Denk daran, Augen auf mich, Bauch stark. Ein- und ausatmen. Der Arm ist lang. Ausatmen. Immer weiter. Großartig. Spüre, wie die inneren Oberschenkel dehnen und sich zusammenziehen. 2. 1 noch. Atmen ist toll. Anhalten. Wir lösen uns, indem wir uns seitlich beugen und vom Rad absteigen. In Ordnung. Wir gehen jetzt auf den Boden. Nehmt die Bänder komplett ab und wir werden mit 4 weiteren Bewegungen abschließen. Keine Bänder, nur wir und das Rad. Erinnere dich, ich sagte mal, du wirst eine Bindung zu deinem Rad aufbauen. Du und dein Rad sind eine Einheit. Ohne Kontrolle ist es nichts wert. Und ohne Rad gibt es keine Länge und keine Dehnung. Deshalb baust du eine Beziehung zu deinem Rad auf und lernst ständig, wie du es besser bedienen kannst. Okay, also seitliche Ausrollungen. Front Rollouts hatten wir und auch die Seite stabilisiert. Jetzt kommt das seitliche Rollout. Wenn du auf den Knien bleiben oder sitzen willst, setz dich auf etwas und drehe dich zum Rad und bleib bei Kimi. Wenn du bei den Grundlagen bist oder dich auf Level 1 vorarbeitest, starten wir auf den Knien und gehen dann zurück in die aufrecht kniende Position. Beim aufrechten Knien rollen sich die aktivierten Oberschenkel ein. Der Brustkorb ist schön aufgerichtet. Bauch ist fest, Rippen sind zu, Bauchnabel eingezogen, Rippen hoch, Hüften tief, okay? Und das bleibt so. Pilates ist sehr bewusst, das merken wir beim seitlichen Rollout. Zuerst rechte Hand nehmen, über eine Seitneigung findest du das Rad. Dann linken Arm hoch und rüber, Schultern unten halten.
Jetzt sind beide Hände am Rad. Brust zeigt zum Rad. Die Hände trennen wir jetzt. Mein Körper ist immer noch stabil. Das ist wichtig. Mein festes Zentrum stabilisiert meine Hüften und die inneren Schenkel. Wenn du hier bleiben möchtest und fertig bist, dann halte diese Stellung, setze dich wieder zurück oder mach es nochmal. Wenn du bei den Grundlagen mit uns weitermachst, dann einatmen, Rad unter Brust wegdrücken, ausatmen und es direkt in Beine zurückziehen. Wir gehen hin und her, um uns daran zu gewöhnen. Schultern sind unten, während du das Rad zu dir ziehst. Und es ist, als würde deine Seite das Rad für dich ziehen. Du bleibst links schön lange und stark rechts. Das ist die Essenz von Pilates. Bauch zusammenziehen, Rad herausdrücken, ganz stabil direkt unter dir. Noch dreimal jetzt. Innere Oberschenkel und Hüften stabil. Kontrolle und atmen. Noch eins. Ausatmen, Pause. Jetzt entweder zurücklehnen oder die rechte Hand mittig aufs Rad legen. Links öffnen, die Schulter bleibt unten. Wir ordnen uns neu und setzen uns zurück. Greif unten an das Rad, es zieh es an den Körper und lege es auf die andere Seite. Stabil und mit leichter Seitendehnung für eine Entspannung im Rücken. Du folgst entweder Kimi, Greg, Dana oder mir. Wir sind links. Wir richten uns wieder auf, aktivieren die inneren Oberschenkel und den Körperkern und wir nehmen unsere linke Hand und beugen uns seitlich zum Rad. Spüre die Dehnung rechts, die Muskeln links. Der linke Arm kommt hoch und darüber, Schultern bleiben unten. Die Hände trennen sich, die Brust ist darüber. Hüften fallen nicht ein, sondern bleiben stabil. Wir sind stark. Rollen vor und zurück. Einatmen, Rad unter Brust. Ausatmen, Rad zurück. Du hast dabei wenig Gewicht am Rad, aber viel an den inneren Oberschenkeln. Die rechte Schulter musst du unten halten. Die Muskeln unter den Achseln ziehen nach unten. Man sagt auch Brustseite dazu, wo bei den Damen der BH sitzt. Also machen wir Achselmuskeln, oder? Runter und raus. Ich hebe nie meine Schultern so hoch. Das wäre nicht gut. Drei noch, Leute. Atmen. In eurem Tempo. Noch eins. Die rechte Seite dehnt, die linke arbeitet. Haltet das Rad, nehmt die linke Hand in die Mitte, rechter Arm hoch. Wir ordnen uns neu und setzen uns zurück. Okay, wir lassen das Rad auf dieser Seite für die nächste Übung. Die wird als Seitenstern, Prep und Hold bezeichnet. Es gibt viele lustige Namen im Pilates und in deinen Videos wirst du viele davon sehen und hören. Den Seitenstern gibt es in vielen Ausführungen. Fürs Erste lernen wir, die Position zu halten. Das hat wieder viel mit dem Halten des Körpers zwischen den Glasscheiben zu tun. Wir sind also in dieser Position. Wenn du neu bei den Grundlagen bist, arbeite daran, die Hand unten zu halten und in diese Position zu kommen, ohne dich zurück oder hin und her zu drehen. Wir machen Wiederholungen. Bei Grundlagen oder Level 1 arbeiten wir an Seitensternbalance und Haltevorbereitung. Wie gezeigt, geht die linke Hand ans Rad. Drücke Hüften nach oben, um dich aufzurichten, während du dich nach vorne lehnst. Von hier atmen wir ein, um uns vorzubereiten. Ausatmen, Rad stabil halten, rechtes Bein zur Seite strecken, linke Hand am Rad festhalten, wie beim seitlichen Ausrollen. Wir werden hier einatmen. Unser nächster Schritt ist, dass wir unseren oberen Arm hinter unseren Kopf nehmen und halten. Wir halten hier 5 Sekunden das Gleichgewicht. Schultern sind unten, Bauch fest, Beine lang. Für 4, 3, 2. Denkt dran, beim Pilates sind die Übergänge entscheidend. Oberarm heben, Kern aktivieren, rechtes Bein anziehen und zurücklehnen. Gut gemacht. Diese erste Seite zeigt dir schon, worauf du dich bei der zweiten Seite konzentrieren musst. Greif unter das Rad, zur Brust ziehen. Genieße die Dehnung durch die Drehung. Rad rechts absetzen und hier sind wir. Wenn du neu bei den Grundlagen bist, Arm nach unten drücken, Hüfte anheben, Schultern unten halten, Rippen stärken. Und die fortgeschrittenen Grundlagen bleiben hier. Einatmen und drück den rechten Arm nach unten. Ausatmen, Hüften nach vorne, zur rechten Seite lehnen. Einatmen zur Vorbereitung. Ausatmen, linkes Bein zur Seite strecken. Vorsichtig mit dem Rad. Nochmal, wir wollen besser werden. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen, Ellenbogen beugen, hinter den Kopf nehmen. Und während wir hier halten, strecken wir die Muskeln der linken Seite nach oben.
Rechte Seite drückt ins Rad. Innere Oberschenkel sind stark. Hier noch 5 Sekunden. Und der linke Ellbogen streckt sich aus den Rippen zur Decke. Schließe die Rippen. Berühre nicht das Glas für 4, 3, 2, 1. Und einatmen. Oberen Arm zur Decke strecken. Ausatmen. Bein zurück, zurücksetzen. Gute Arbeit. Okay, wir haben uns jetzt in alle Richtungen gewandt mit unserer Stange, außer nach unten. Wir machen nun die Schwanenvorbereitung und den Schwan. Wie immer lustige Pilates-Namen. Was wir hier machen, ist, uns vor unser Rad zu legen, mit genügend Platz, sodass das Rad vor unserem Kopf ist. Egal, wie du es machst, lege dich jetzt Gesicht nach unten auf den Boden. Dein Kopf soll unten sein, Kinn eingezogen und Stirn auf der Matte. Das macht einen langen Hals, oder? Mit langem Hals machen wir nicht wir so oder so. Das hilft der Wirbelsäule und trainiert den Bauch. Füße unten, Oberseiten zeigen nach unten. Und nicht die Füße in der Luft. Das würde den Rücken anders belasten. Füße unten heißt auch geschlossene Rippen. Alle mit mir jetzt, alle zusammen, einatmen, ausatmen, Bauchnabel vom Boden zur Wirbelsäule ziehen, Rippen schließen und schön in Brustkorb atmen. Die Zentrumskraft hält dich stabil. Füße unten, Oberkörper ist frei, um zu arbeiten. Es ist viel zu tun. Mach Pausen, wenn du sie brauchst. Folge Kimi und geh gelegentlich in die Stellung des Kindes. Kein Problem. Kümmere dich um dich selbst, aber arbeite an den Grundlagen. Okay, der Schwan. Bist du neu? Mach jetzt das. Kinn ist unten. Kaktusarme. Als erstes nimmst du die rechte Hand, Rad finden und wieder zurück. Nimm deinen linken Arm, finde das Rad, berühre es und Arm wieder zurück. Du wechselst zwischen dem Platzieren einer Hand und dann Wezeihänden am Rad. Vielleicht bewegst du das Rad, kommst aber wieder zurück. Mach das etwa 10 Mal mit jeder Hand. Finde das Rad und halte deinen Bauch stark und fest. Es ist eine Ausdauerübung. Du wirst außer Atem sein. Wenn du an Grundlagen und Stufe 1 arbeitest, dann gehen wir noch ein wenig weiter. Kopf gesenkt. Rechten Arm nehmen, platzieren, schwenken und am Rad platzieren. Die linke Hand am Rad, den Bauch noch kleiner machen, Füße auf dem Boden und das Rad gerade wegdrücken. Kopf bleibt unten, Schulterblätter auf Rücken fallen lassen, Bauch noch mehr fester, aufs Rad drücken, mit den Schulterblättern zurückziehen. Brust ein wenig anheben, auf Boden den schauen, Blick bleibt gesenkt. Rad wegdrücken, absenken, Schultern unten halten. Noch 2 Mal machen. Einatmen, Rad und Füße in den Boden drücken beim Ziehen. Arme bleiben gerade. Ausatmen, strecken, Kinn einziehen, Schultern unten. Noch einer. Es ist schwierig und lecker. Das ist Pilates. Dehnen und stärken gleichzeitig. Bauch ist aktiviert. Und wieder nach unten. Super. Nacheinander nehmen wir unsere Hände weg, drücken uns mit Händen und Beinen hoch und gehen für eine Sekunde in die Stellung des Kindes. Gute Arbeit zusammen. Ich liebe es. Es fühlt sich so gut an. In Ordnung. Wir beenden die Einheit mit der sitzenden seitlichen Meerjungfrau. Die sitzende seitliche Meerjungfrau ist eine Pilates-ähnliche Bewegung, die den mittleren Rückenbereich besonders effektiv trainiert. So, es gibt Möglichkeiten, wie wir sitzen können, auf einem Polster oder auf einem Block. Wir möchten so sitzen. Ich werde in einer sogenannten Z-Formation sitzen. Ich habe das Schienbein beim Rad vorne. Das Schienbein, das weiter weg ist, liegt parallel zum Rad. Hüften locker gerade. Das Rad ist also rechts. Wir machen eine zweihändige Meerjungfrau. Wir rollen das Rad 4 Mal von uns weg und zurück. Wir enden mit einer Seitendehnung. Keine Sorge, ich sag dir das nochmal, wenn es soweit ist. Okay, rechte Hand kommt auf das Rad, Schultern unten, linken Arm rauf beim Einatmen, Schulter bleibt unten, Hand am Rad an die Seitenstange, wie bei seitlichen Ausrollbewegungen. Hände sind getrennt, Blick Richtung Rad, Hüften sind unten, Bauch fest, einatmen. Ausatmen, Rad wegdrücken, die Körperseite dehnt sich, links ganz lang, drück aufs Rad, runder Rücken. Ausatmen, Rad zurück, runder Rücken, fühlt sich gut an, jetzt einatmen und wegdrücken. Nach unten drücken, die Brust nach oben richten, zieh das Rad unter die Brust und schau nach oben. Anders als vorher, einatmen, jetzt wieder rund, ausatmen, runder Rücken, Rad zurückziehen, Schultern unten, unterer Rücken hoch und noch ein. Einatmen, rund und weg, ausatmen,
Drück auf das Rad. Brustbein einziehen. Pause für den Moment. Bauch ist fest. Rechte Hand in der Radmitte. Linker Arm hoch und herum zum linken Fuß oder zum Boden. Der rechte Arm löst sich vom Rad und geht zum linken Arm. Kinn zur Brust und den Nacken dehnen. Und lass los. Wir nehmen unser Rad über unseren Körper zur anderen Seite und wechseln die Beine, wie du es magst. Ich sitze wieder in Z-Formation. Mein Schienbein in der Nähe des Rads zeigt in diese Richtung. Und das vom Rad weg ist, parallel, wie ein kleines Rechteck. Linker Arm am Rad, Schultern unten, Rippen eng, einatmen, rechter Arm hoch. Ausatmen, Arm zum Rad, genieße die Dehnung, linke Hand nach außen, Hände sind getrennt, Brust zum Lenkrad gewandet. Wir drücken weg und zurück für 4 Mal und wechseln gerundeten Rücken und gestreckte Brust. Los geht's, ein- und ausatmen, wegdrücken, sehr gut, Kinn unten, runder Rücken. Drück das Rad, zieh es zurück, Hüften stabil, Bauch fest, einatmen, drücken, ausatmen, Brust nach oben, Rad runterdrücken. Körpergewicht heranziehen, 2 noch. Einatmen, drücken. Atme aus, Kinn einziehen, Rücken rund, Wirbelsäule neu aufrichten. Noch einen. Einatmen, Rad weg. Ausatmen, runterdrücken, Wirbelsäule hoch, Rad aufrecht zur Mitte ziehen. In der Mitte bleiben wir. Linke Hand mittig aufs Rad, rechter Arm kommt hoch und herum, Schultern unten. Auf den rechten Fuß und der linke Arm folgt ihm so gut wie möglich. Kinn runter, schwierige Seite für mich. Dehnen. Und entspannen und loslassen. Gute Arbeit. Du hast gut gearbeitet. Das waren also die Grundlagen des Pilatesrads. Denke daran, du kannst die Grundlagen für immer machen. Ich mache das. Sie machen es auch. Grundlagen. Mach es oft. Kommt immer wieder, Leute. Ich sehe dich beim nächsten Training. Dankeschön.